Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WW2K19 Community Universe, dem Evoverse. Extreme Rules steht heute auf dem Tagesplan. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, wir werden das mit den Midcard-Matches jetzt so machen, dass die quasi dann schon in den Wochenshows stattfinden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr dann so von diesem Pay-Per-View haltet. Ich denke mal, für alle, die nicht so viel Zeit haben, sollte dieses Konzept dann doch etwas besser sein. Weil in der Realität passiert es ja auch mal, dass zum Beispiel ein Midcard-Titel bei so einem Pay-Per-View gar nicht ausgetragen wird. Und das beste Beispiel ist einfach Fastlane, was ja in der Nacht von Sonntag auf Montag, also müsste heute Nacht sein, je nachdem ich jetzt vorproduziere. Aber ich glaube ja, ist glaube ich auch der Intercontinental-Gürtel nicht drauf, der US-Titel nicht drauf. Und von daher ist es jetzt nichts, was jetzt so ja, unrealistisch ist. Auf jeden Fall, ja, auch noch der Hinweis, wer hier beim Evoverse mitmachen möchte, schaut euch mal das Video dazu in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr nämlich ein Video mit den ganzen Teilnahmedingen, wo wirklich alles erklärt ist, was euer Charakter, erfüllen muss, welche Moves verboten sind, all diese Dinge eben. Und ja, sollt ihr dazu noch Fragen haben, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Joint am besten gerne auch meinem Discord-Server. Der ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Discord erfahrt ihr nämlich, ob euer Charakter im Prüfungsverfahren aufgenommen wurde, ob er zugelassen oder ob er abgelehnt wurde. Ja, ich würde sagen, das dazu, dann legen wir mit Extreme Rules los. Ich habe heute einen ganz schönen Sprachfehler, ich weiß auch nicht. Irgendwie die Uhrzeit ist nicht ganz so gut für mich zum Aufnehmen. Entschuldigt bitte. Und wir starten direkt mal mit dem Opener. Das Raw Tag Team Championship Match steht auf der Tagesordnung. Und zwar treffen hier Harper und Braun Strowman, die Wyatt Family, auf die EWO, Hergi und Mark Barrett. Das Ganze selbstverständlich ein Extreme Rules Match. Und ja, logischerweise, denn der Pay-Per-View heißt ja Extreme Rules, da könnt ihr schon mal wieder drauf einstellen, dass, bei mir ist das ja so, wenn ein Pay-Per-View diesen Stipulation-Namen hat, dann wird auch jedes Match ein Extreme Rules-Match sein. Und ja, dann lassen wir uns mal krachen und hoffen, dass die EWO die Gürtel verteidigen kann. So, damit geht's los. Extreme Rules, das erste Match. Und ich möchte mal hier den Mark Barrett zitieren, der ja meinte, als er gesehen hat, dass Braun Strowman jetzt zum Beispiel zur Wyatt Family gehört, weil er erst dachte, okay, in der Tag Team Division, wer soll da noch kommen? Dann hat er irgendwas gewonnen mit, oh mein Gott, Strowman. Dann schauen wir mal, ob die Wyatts hier heute erfolgreich sein können. Braun Strowman mit seiner alten schwarzen Maske auf dem Weg zum Ring. Ich würde mal sagen, das Ganze skippen wir dann mal und ja, warten auf die EWO. Das könnte heute schon echt heftig werden. Ich bin mal wirklich gespannt im Match. Hoffe natürlich auch, dass die Stipulation ausgenutzt wird. Aber die Tag Team Matches gehen heute auf jeden Fall nicht so lange. Das steht fest. Hergi mit seinem neuen Outfit. Und ja, weil das sind ja Tornado Tag Matches. Also die sollten dann nicht so lange dauern wie normalerweise die Tag Team Matches. So, die EWO auf dem Weg zum Ring. Ich würde sagen, ist es Pay-Per-View Time. Wir skippen das Ganze mal, denn jeder weiß ja, wie die EWO zum Ring kommt. Beziehungsweise als normales Tag Team weiß keiner. Normal kommen wir immer zu dritt zum Ring. So, die Raw Tag Team Gürtel. Jetzt haben wir wieder dieses Verbuggte hier on the way to the ring, was ja nicht stimmt. Dann schauen wir mal. Barrett und Hergi. Erstmal geht der Ringrichter K.O. und die Wyatt Family mit dem besseren Start. Ne, Barrett kann jetzt kontern, aber auch Hergi hat jetzt hier den Back Suplex ausgepackt. Gegen Harper. Ich bin mal gespannt, wer hier der Erste ist, der eine Waffe holt bei diesem Pay-Per-View. Ich tippe ja schon fast wieder, dass es eine Leiter wird. Das ist ja irgendwie immer so. So, Harper hat jetzt kurz irgendwie wahrscheinlich gedacht, ey, jetzt kann was gehen, aber dann ging doch nichts. Oh, Hergi fängt jetzt den Sidewalk-Slam ein. Aber Barrett hat Strowman gut in der Kontrolle. Kaum sage ich, es gibt den Kick. Und die Clothesline nach draußen. Da geht er hinterher. Braun Strowman. Was hat Hergi jetzt vor? Oh, Hergi holt die erste Waffe. Und Hergi hat einen Sledgehammer. Und schlägt eigentlich so ein bisschen an Harper vorbei. Und jetzt schmeißt er den Sledgehammer schon wieder weg, alles klar. Wieder der Reversal. Ich glaube tatsächlich, die EWO wird hier gewinnen, weil Harper meiner Meinung nach das schwächste Glied ist. Ich glaube nicht, dass der einen Widerstand als Payback hat. Und jetzt auch nicht so das krass hohe Rating.
Aber man sollte vielleicht nicht unterschätzen. Strowman mit Barrett draußen, jetzt gibt es den Reversal und den DDT. Junge, nimm dir doch den Hammer. Oh, Superkick gegen Strowman. Er fällt nicht um. Strowman fällt nicht um. Ach ja, hier wird er wohl sicher rauskommen. Aber es gibt auch keinen Rope Break hier. Jetzt Strowman wieder mit dem Reversal. Ja, Barrett fertigt den Strowman echt schon heftig ab. Maschine hier. So ein Powerbomb-Cutter. Da sagt der Strowman, der soll aufstehen. Er tut ihm den Gefallen. Ich glaube, der hat eine Platzwunde sogar schon, Braun Strowman. Ja, Hergi kickt aus. Und Barrett macht draußen weiter mit Strowman. Harper hat schon seinen Finisher, okay. Oh, aber die Clothesline wird gekontert von Hergi. Jetzt gibt's den Belly to Belly. So, was macht Hergi? Der guckt das Ganze erstmal an. Und die zweite, wo hatten der zwei Finisher her? Hergi liegt auf dem Boden. Oh mein Gott, Hergi, du musst auskicken. Eins, zwei, ja, Hergi mit dem Kickout. Aber an sich, gut, jetzt kann man wieder sagen, das ist so dumm, dass zwei draußen sind und zwei drin, aber auf der anderen Seite kann man sagen, okay, das ist von der Storyline gut, weil Barrett Strowman komplett aus dem Match draußen nimmt. Und Hergi mit dem Reversal. Jetzt ist Strowman im Ring. Harper mit dem, oh, mit dem Superkick. Und Harper kümmert sich jetzt um Barrett. Übrigens habe ich mich vertan, Strowman hat keine Platzwunde. Und Reversal von Harper gegen Barrett. Und die Wyatt Family gerade oben auf. Doch, Strowman hat eine Platzwunde. Hergi kommt jetzt in den Ring. Und schnappt sich jetzt Strowman. Pinfall 1, 2. Und das war's. Die IWO gewinnt. Hergi pinnt Braun Strowman. Okay, das war dann jetzt doch ein sehr abruptes Ende auf einmal. Aber die IWO regiert weiter. Und das war wohl nichts von der Wyatt Family. Aber da hat Barrett, muss man echt sagen, ey, der hat Strowman mega heftig aus dem Match genommen. Das ist schon mal beeindruckend gewesen. Hergi hat man zwar irgendwie einmal gedacht, der wird gleich gepinnt, aber hat halt noch den Widerstand gehabt. Na gut, das war also das erste Tag Team Match heute bei diesem Pay-Per-View. Ich würde sagen, wir gucken uns noch eben hier die Jubelszene von der IWO vom Wolfpack an und gehen dann mal auf der Matchcard weiter. Und wir machen mit dem nächsten Tag Team Match weiter. Das Best Tag Team in the World. Shane McMahon und The Miz treffen auf die Black Invasion, Dark Magic und den Black Dragon. Und dann schauen wir mal, ob hier der Siegeszug von der Black Invasion weitergeht, wie das Ganze ausgehen wird. Ich bin gespannt. Und weiter geht's. Find's immer noch schade, dass hier nicht diese Animation kommt mit JoJo, also auch wenn die uns auf den Keks geht. Aber warum kommt ihr nicht bei Tag Team Matches? Hier ist erstmal Shane O'Mac auf dem Weg zum Ring. Jing, jing, bling, bling. So, Shane ist da. Dann gehen wir auch mal einen Schritt weiter. Und The Miz. Oh,
Awesome. I came to play. Dem müsste eigentlich auch mal ein neues Outfit geben, weil das trägt er so schon lange nicht mehr. Der Arroganz-Trip von The Miz ist weg. Und tatsächlich finde ich es schon interessant, weil das Best Tag Team in the World hatte doch, glaube ich, der Black Invasion damals die Titel abgenommen. Dass wir jetzt quasi einmal schon wieder durchgewechselt haben, was hier das Ranking angeht. Oder ist mal irgendein Team ausgefallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wobei es kann sein, wir haben die Colons weggepackt, dass die vielleicht vorher dran gewesen wären. Jetzt aber die Black Invasion on the way to the ring. Das Licht ist aus. Ein Smartphone, Taschenlampen mehr. Und da kommen sie. Jawohl. Ja, da oben ist jetzt aber das irgendwie länger, das Black Invasion Logo. Ja komm, das können wir dann auch. So. Ich hoffe, man hat es nicht gemerkt. Weil eben gab es nämlich, also hier war jetzt so eine Cut-Szene, weil eben als ich nämlich das übersprungen habe von der Black Invasion, ist das Bild mal schön stehen geblieben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so aufgefallen. Gut, das können wir überspringen, weil hier heißt wieder On the Way to the Ring, obwohl sie schon im Ring sind. Die Black Invasion. Ja, und los geht es. Dann schauen wir mal, ob unsere sympathischen Freunde von SmackDown auch den Titel verteidigen können. Und vor allem, wie hier die Matchstruktur ist. Gehen wieder zwei raus, bleiben wieder zwei drin. So, Shane mit dem Reversal gegen den Dragon. Vor allem, welche Waffe wird hier geholt? Vielleicht wird doch gar keine geholt. Oh, der Dragon hat was vor, der Dragon hat was vor. Aber Shane kommt. Er hat einen Kendo-Stick, sehr sympathisch. Ich liebe den Kendo-Stick. Sandman, sage ich nur. Ich müsste ihn nur noch benutzen. So, DDT von The Miz gegen den Magic. Und Dragon benutzt den Candlestick. So, und da dreht Magic den Finger von Leglock um. Und eine Powerbomb noch draußen gegen Shane O'Mac. Oh mein Gott, was macht der Dragon denn da? Der bringt den ja um. Aber es scheint tatsächlich wieder so einigermaßen das gleiche Muster zu sein wie schon im ersten Match. Zwei prügeln sich da drin, zwei prügeln sich draußen. So, The Miz mit dem unfairen Pin, aber da passt der Dragon auf. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Shane McMahon gibt The Miz einen auf die Nuss. Wie gut war das denn? Hat Shane McMahon wahrscheinlich nicht gefallen, dass dann unfairer Pin das Match entscheiden soll. Und irgendwie das Best Tag Team in the World, die treffen sich dauernd hier bei den Moves, die sie zeigen wollen. Und der nächste DDT gegen den Magic. Pinfall. Aber der Kickout. Und Reversal von Magic gegen Shane. Und jetzt trifft. Was ist denn hier los? Die attackieren dauernd ihre Teammates. So, jetzt. Oh, das war nicht so schlau. Hier stimmt echt die Absprache bei beiden Teams. Also Shane auf jeden Fall mit der Platzwunde.
Und da gibt's den Kick gegen Shane. Was ist jetzt hier mit... Ah, der Dragon holt den Kendo-Stick. Benutzt ihn aber nicht. Und Dragon zerstört eventuell im Ring hier Shane McMahon. Pinfall. Aber The Miz passt auf. Und dafür fängt sich jetzt auch The Miz eine. So, jetzt der Dragon gegen The Miz. Und da gibt es den Superman Punch. Jetzt der Pinfall. Eins, zwei, nee, Kickout. Und der nächste DDT gegen den Dragon. So, jetzt sind die Chancen nicht so schlecht, um hier Shane O'Mac zu zerstören. Aber er kommt mit dem Reversal Hurricane Runner, aber der Dragon steht direkt nebendran mit der Powerbomb. Und der Ringrichter zählt nicht. Doch jetzt. Da kommt Shane raus. Jetzt der Boston Crab. Gibt Shane auf. So, jetzt wird quasi hier durch diese Aktion von The Miz das Ganze gelöst. Was macht denn jetzt hier der Dragon mit Magic? Was ist hier los in dem Match? Und Neckbreaker. Jetzt geht Dragon aus Ursusai. Was zeigt er jetzt? Elbow Drop geht schief. Und jetzt hat auch Shane was vor. Da wird er wahrscheinlich nicht viel finden. Auswahl ist ja schon überschaubar. Ja, vor allem, weil, glaube ich, da auch der Kendo-Stick herkam. Ja, und ja, The Miz kommt jetzt, ne, kommt er runter, geht durch den Ring. Aber Shane wird schon abgefertigt hier. Jetzt geht's in den Ring zurück. Und Magic mit dem Pinfall, aber The Miz unterbricht wieder. So, der Dragon schmeißt ihn einfach mal nach draußen. Reversal von Shane. Aber die Clothesline von Magic. So, und Dragon hat aber einen Stuhl da gefunden. Der war wohl eben noch nicht da. Und das war's. Die Black Invasion holt auch hier einen Sieg. Sie machen es quasi die EWO nach, aber auf jeden Fall schon dann doch eine lustigere Matchstruktur als im ersten Match. Also hier war auf beiden Seiten, war man sich nicht ganz so einig, wer da jetzt was macht. Aber am Ende war es dann doch beeindruckend, wie die Black Invasion Shane komplett auseinandergenommen hat. Ja, sie bleiben also Champion. Es wird wieder neue Herausforderer geben. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns hier diese Jubelszenen an und wechseln dann mal zum nächsten Match. So, und dann haben wir EC3 gegen Ricochet. Es geht um den World Heavyweight Championship von WCW. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was in diesem Extreme Rules Match passieren wird. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, weil Ricochets Moveset ist, wie ich immer sage, anders. Los geht's. Habt ihr mal jetzt die Cutscene mit direkt mit drin? Weil es halt zwei reale Wrestler sind und es halt nicht so lange lädt. Kommt auch nicht so oft vor. Da bin ich ja gleich mal gespannt, wie Ricochet mit diesem Gürtel aussieht. Byron, you shouldn't even be in the same
EC3. Und wieder dieser Blick wie bei Bobby Root letztes Jahr. Na komm, wenn hier nicht on the way to the ring kommt, dann skippen wir halt. Und da ist der Champion, Ricochet. Ach, dieser World Heavyweight Belt. Ich bin gleich gespannt. Der sollte eigentlich schon schick an ihm aussehen. Ja, Hammer. So lobe ich mir das. Das pure Gold. Das sieht gut aus. Das sieht richtig sick aus. Das war auch nochmal ein Championship-Gürtel, der wirklich wertvoll aussah. Nicht so ein Spielzeug. So, na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Können eigentlich auch mal drüber nachdenken, weil Ricochet sein aktuelles Outfit geben, weil der kommt ja mittlerweile auch mit so einem T-Shirt zum Ring und nicht mehr mit dieser Weste. The World Heavyweight Championship. Introducing the challenger from Palm Springs, Florida, weighing in at 231 pounds, EC3. EC3. Introducing the champion. Steht da eigentlich Ricochet drauf? Nee, oder? Nicht mal die Mühe machen sie sich. Der Nameplate, aber nichts passiert. Ja, dann geht's mal los hier mit diesem realen Wrestler-Match von WCW. Sind Dropkick gegen EC3. Aber direkt schon der Reversal hinterher. Erster Einzelmatch heute. Der lässt sich feiern erstmal. Und der Einroller gegen Ricochet. Das wäre es natürlich jetzt schon gewesen. Durch so ein gammeliges Finish. Das sieht doch gut aus für EC3 bis jetzt. Guter Matchbeginn. Me, fellas, this championship match is among the most highly anticipated that we've seen in quite some time. Uh-oh. Oh, man, what an inverted Frankensteiner. Oh, working on the arm. When this guy's on, look out. Like you, Corey, I've had this championship match on my radar for quite some time. Ah, da kann er, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass er sich daraus befreien kann. Da gibt's ja die Closer in die Ringecke, auch da habe ich jetzt eher mit einer Befreiung gerechnet. I can tell you that they saw this as a potential match of the year candidate. And so far, I think it's delivered. Oh boy, he is rolling. Facebuster. Ja, Facebuster oder wie ich auch immer gerne sage, the falling flatliner. Aber Kickout. Der geht schief. Gibt ja keinen Countout. Jetzt mal wieder die Befreiung. Oh,
There's nothing better than two superstars battling with a title on the line. But when it's the WWE, jetzt fängt aber doch an, den ganz schön zu zerstören. Das hätte ich jetzt nicht gedacht nach der nach den anfänglichen Szenen, die wir gesehen haben im Match. Jetzt mal wieder die Befreiung. Aber gekontert wieder von Ricochet. Und jetzt zeigt er den Sharpshooter gegen Easy 3. Ja, da kommt die Befreiung. Stößt er ihn weg. Oh, und jetzt Easy 3 mit dem Finisher. Geht der durch oder kommt der Konter? Er geht durch. Cutter. Pinfall. Aber das reicht niemals. Der hat ja nichts eingesteckt bis jetzt. Ja, Kickout. Und er hat sein Comeback. Der will jetzt ernst machen. The WWE Championship is on the line. Und der nächste Cutter, und ich glaube, das wird es jetzt gewesen sein. 1, 2. Nein, nochmal der Kickout von Ricochet. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber gerade keine gute Phase von Ricochet. Easy Free richtig oben auf. Und das spricht auch gerade nicht so viel dafür, dass sich das ändern sollte. Great job escaping, trying to turn this thing around. This is what makes him one of the best in the business. Incredible impact. Looks like this one's gonna go in the champ's face. Shoulders down, championship on the line. New champion. Wieder Kickout von Easy 3. Unbelievable. Und jetzt kommt 630, so wie es aussieht. Schauen wir, ob der sitzt. Nee, er sitzt nicht, weil er einfach zu lange gewartet hat. Hat wahrscheinlich keine Ausdauer gehabt. Und schön gekontert. Was macht er jetzt? Okay, das war richtig dumm jetzt. Kann er froh sein, dass er nach draußen fällt. Kostet ihn dann nicht so viel Zeit. Und wieder Reversal. Aber ansehnliches Match auf jeden Fall, was wir hier sehen. Ja, im Ring wäre das wahrscheinlich jetzt eine Entscheidung gewesen, aber hier halt nicht. Und der nächste Cutter. Aber Ricochet wieder mit dem und Platzwunde bei Easy 3. Die nutzen es ja mal richtig aus, hier draußen zu sein. Fehlt jetzt nur, dass ein Tisch zu Bruch geht. Und Superkick. Oh boy, he is
short arm chop. What a strike. Right on the mark. Na, easy three. Lässt sich feiern. He's fighting back here. I expect. Und wieder Reversal von Ricochet. So, jetzt in den Ring und der Pinfall, und das wird's gewesen sein. Jetzt zeigt er auch seinen Finisher draußen. Was ist denn hier los? Ja, einfach zweimal, anstatt das im Ring zu machen. Die wollen nicht mehr. Die wollen das Match nicht beenden. Die kloppen sich lieber draußen. Dropkick oder Enzugiri. Oh wow, wir kommen wieder in den Ring zurück. Pinfall-Versuch. Aber Kickout. With all the damage done, you have to wonder how much more it'll take. Oh, what impact. Ah, den Move hat Luigi Maldini auch. Hat Ricochet von ihm geklaut. Hooked him up. Oh, Reversal. Und da ist jetzt auch die Platzzone bei Ricochet. Bin erstaunt, dass beide hier ohne Waffen ausgekommen sind. Und ist das jetzt die Entscheidung? Oh, ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder nach draußen. So, Pinfall, aber das wird sowieso nicht reichen. Okay, jetzt reicht. Easy 3 gewinnt nach einer... Was war denn das? Das war doch ein Standard-Move. Nach einem Standard-Move, nach einem Clothesline in die Ringecke von hinten... reicht das, um Ricochet zu pinnen. Und Easy 3 ist der neue WCW World... Heavyweight Champion. Das kam dann doch überraschend jetzt das Ende. Ja, wenn wir nicht so lange draußen gewesen wären, wäre es eigentlich ein ganz cooles Match geworden. Aber das war dann mir ein bisschen zu viel. Vielleicht 2-3 Minuten davon weniger. Aber gut, wir schauen mal, was wir als nächstes zu sehen bekommen. Und wir sehen ein Rückmatch. Es geht um den WWE World Heavyweight Championship, beziehungsweise den WWE Championship von SmackDown. Wolf Hunter fordert sein Rückmatch gegen The Viper Randy Orton. Dann schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen kann. Ja, und dann wird der SmackDown Main Event angekündigt. Selbstverständlich. Auch das ist selbstverständlich. Ja, wir warten auf den Wolf Hunter. Und hier kann ich nochmal sagen, Leute, ja, der Import von den Einzügen hat leider nicht funktioniert. Ich bin nicht der Einzige, wo das so ist. Denn auch bei, Hergi und bei Daniel, bei Knights of Gaming, ist das Ganze ja auch so gewesen, dass dort der Import in Staffel 2 vom 0:15 Live nicht funktioniert hat. Also von den Einzügen. Ja, und deswegen müsst ihr euch dann leider mit euren alten begnügen. Aber ich verstehe die Logik dahinter einfach nicht, warum das nicht funktioniert. Vor allem habe ich eigentlich auch nicht verstanden, warum eben kein Cash-In kam. Das wäre eigentlich die perfekte Voraussetzung gewesen. So, wir überspringen das Ganze mal und warten auf Randy Orton. Und da ist Randy Orton. Ich würde sagen, jeder weiß, wie Randy Orton zum Ring kommt. Wir skippen das Ganze mal. Haben wir noch ein bisschen was vor heute. Introducing the challenger from Berlin, Germany, weighing in at 200. Also um das auch nochmal klarzustellen, nicht dass ihr jetzt denkt, jedes Intercontinental Championship Match oder US-Titel Match findet jetzt in den Wochenshows statt. Zu diesen Big Pay-Per-Views werden wir das schon anders machen, aber jetzt hier bei so einem B-Pay-Per-View wie Extreme Rules, man sieht es ja wirklich auch am Beispiel von Fastlane, dort werden wir dann wirklich auf solche Matches dann eher verzichten. Auch um euch dann eben da entgegenzukommen.
weil ich sehe es jetzt teilweise, einige von euch hängen hier wirklich noch bei einer, was war denn das, dieser eine Paper, wie der über 2 Stunden ging, da hängen die noch fest und das ist jetzt auch schon einige Tage her. Die kommen gar nicht mehr dazu, die neuen Folgen zu schauen. So, hier unser Dragon Ball. Fanboy, wie auch immer. Kann ich nicht beurteilen, ich habe Dragon Ball nie geschaut. Ist echt was, viele sagen immer, oh Evo, hast du was verpasst. Das hat mich als Kind echt nie so interessiert, keine Ahnung. Weil ich aber auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt, wo Dragon Ball immer lief, war das bei uns echt so, dass wir dann, das kam ja früher bei RTL 2, wir sind da meistens, wir haben wirklich eigentlich jeden Mittag draußen am Fußball gespielt. Und ja, oder keine Ahnung, oder ich war bei Freunden oder so nach der Schule, dann haben wir dann da PC gespielt oder so. Aber so Fernsehen weiß ich nicht. Ich war aber generell nie so der große Fernsehgucker, muss ich halt auch sagen. Tatsächlich ist es bei mir auch so, passt jetzt zwar nicht zu dem Match, aber einfach mal, jetzt habe ich schon mit dem Thema angefangen. Ich bin jemand, ich gucke mir nicht mal unbedingt gerne neue, neue Serien an. Ich gucke mir dann lieber tatsächlich so alte Wiederholungen an von der Serie, die ich schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Mal gesehen habe, sowas wie King of Queens oder so. Wo man einfach so mit vertraut ist. Weil ich bin halt einer, ich muss da mal so total konzentriert sein und wenn ich jetzt auf der Couch liege oder so, oder schon im Bett und gucke noch was, dann kann ich da eher abschalten. Gerade wenn man schlafen muss. Wenn bei so neuer Serie oder so, da bist du ja total mit drin. So, Randy Orton auf jeden Fall total am Aufdrehen jetzt. Und da gibt's den AKO gegen den Wolfhunter. Aber nicht, dass das schon ausreicht. Nee. Weil viele haben auch schon gemeint, ja Ivo, oh, guck Dragon Ball. Ich glaube aber, das ist auch was, wenn du jetzt wirklich das noch nie geschaut hast, da gibt es ja so viele Folgen, ist das echt schwer, sich dafür jetzt noch zu begeistern. So, Wolfhunter, da soll der Spear kommen, so wie es aussieht. Ja, der läuft aber ins Leere, Randy Orton mit dem Reversal und da gibt es den Dropkick. Und den hat er jetzt aber gebraucht eigentlich, den Finisher. Wieder der Reversal. Und ja, das ist Rope Break. Ah ne, es gibt ja keinen Rope Break. Stimmt. Dropkick. Ist das sein Comeback? Ich glaube ja, sonst wird das jetzt nicht so krass aussehen. Und Orton mit der Clothesline. Ja, und da ist das Comeback für die Cuts gewesen. Und jetzt soll der nächste AKO kommen. Und der sitzt. Und jetzt wird es, glaube ich, schwer für den Wolfhunter. 1, 2. Nein, nochmal der Kickout. Das war jetzt 100% der Widerstand. Und Randy Orton, da soll jetzt auch sein Comeback folgen. Wenn das durchgeht, dann war es das. Jetzt kommt erstmal der Kick. Und er befördert ihn nach draußen. Das ist clever, weil jetzt kann Orton das Comeback nicht durchbringen. Aber ihn juckt's nicht. Er macht trotzdem weiter. Und jetzt geht's ihm draußen ein bisschen an den Kragen, dem Wolfhunter. Das war jetzt aber komisch. Und es gibt auch hier in diesem Match eine Waffe. Eben haben wir ja keine gesehen. Also zumindest bei Wolfhunter gegen Randy Orton. Aber er findet nichts, der Wolfhunter. Ja, es geht noch nicht zurück in den Ring. He
wants no part of the outside. This might be it. Oh, der Kick hat gesessen. Und da schimpft er nur mit Orton, sagt, Junge, unterschätzt mich nicht. Und da gibt's hier den Claymore. Nee, Future Shock DDT, Entschuldigung, versprochen. Und das reicht! Oh mein Gott, Wolf Hunter ist Champion! Was zur Hölle? Randy Orton war doch total am Dominieren und jetzt bringt er wirklich hier das Ding durch. Wolf Hunter ist wieder WWE Champion. Er besiegt Randy Orton. Was passiert jetzt hier? And Orton, genau. Und Orton stößt seine Hand weg. Und auch hier, so wie es aussieht, kein Cash-In. Aber zumindest mal eine Sequenz hier zwischen Wolf Hunter und Randy Orton. Na gut, neuer Champion. Dann gehen wir zum nächsten Match rüber. Und wir kommen zum AEW World Championship, World Heavyweight Championship. Steve Raymond trifft auf Kenny Omega und dann schauen wir, ob er sich hier den Gürtel holen kann oder ob Kenny Omega seine Titelregentschaft fortsetzen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Los geht es. So, und JoJo ist wieder da. Sie hat ihr Mikrofon zurückgefunden. Und Steve Raymond, der jetzt mit seiner Aleister Black-Manier wieder zum Ring kommen wird. Das wird ein bisschen dauern jetzt. Aleister Black hat jetzt auch nicht so den schnellsten Entrance, aber wir warten zumindest, dass wir ihn mal gesehen haben hier vor Matchbeginn und nicht erst im Ring. So viel Zeit muss wieder sein. So. Wo bleibt er denn? Da fährt er hoch. Der Mann mit der Sonnenbrille. Na gut. Das sollte dann reichen. Dann gehen wir mal zu Kenny Omega. Da bin ich mal gespannt, wie der mit dem Gürtel aussieht. Das ist bestimmt cool. Dann bin ich auch mal gespannt, wann AEW wirklich mal die Titel zeigt. Und da ist er. Das sieht gut aus. Wobei, es ist ja, glaube ich, eigentlich so das Vorbild vom Cruiserweight-Gürtel. Aber schon echt cool umgesetzt. Ja, Kenny Omega. Dann schauen wir mal, ob er sich hier durchsetzen kann. Oder ob Steve Raymond der Sieg gelingen wird. Wir skippen das Ganze mal. Warten wieder auf die Animation. Der Co-Main-Event der heutigen Ausgabe ist on the line. Der Gürtel ist echt schon geil. Das muss man sich mal reinziehen. Irgendein Random erstellt einen geileren Titel als World Heavyweight Titel, als die WWE es geschissen bekommt. Ja. Ja, und dann legen wir mal los mit dem Match. Na, direkt mal der Reversal von Raymond. Mit den Half-Boston Crab. Isn't gonna be pretty. Big time slam. Vicious. Ja, interessanter Matchbeginn auf jeden Fall. He wants to do this in the ring. Harsh impact. Der ging schief. Na, doch nicht. Ich irgendwie voll. Ich sehe das, dass der den attackiert. Ich denke, es gibt ein Reversal. Oh, hanging on for dear life. Oh, alley-oop power bomb. That
So, jetzt den DDT. Has to do with this match in the ring right now. This is easily one of the most anticipated title matches in recent memory. Und der Pinfall. Ja, der Kickout. Und Raymond steht wieder. Like you were saying, Michael, when news broke that this title match would take place here, I had dozens of people I know in and around the area calling and texting, just hoping I could get them tickets. That's how big this... Gonna take a trip, gentlemen. Straight to 201, face breaker. You have to like... Oh, Pinfall, reicht das schon? Eins? Nee, Kickout bei eins von Kenny Omega. Raymond wieder auf dem obersten Seil. Und da zieht Kenny Omega einfach mal die Beine nach oben. Und Raymond tut sich damit selbst weh. Fördert aber irgendwie, Omega zeigt er sich so viel. Das Match macht momentan schon Omega. Ne, Quatsch. Omega zeigt sich so viel, das Match macht Raymond. So ist richtig. Ich bin komplett durch, Mann. Das ist einfach wieder viel zu spät zum Aufnehmen. Entschuldigt bitte. So, wieder Boston Crab. Gebt Kenny Omega auf. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Nee. Macht er denn jetzt? Der will eine Waffe holen, so wie es aussieht. Ja, das geht jetzt aber schief. Leicht dumm, die KI. Ja, der Weg ist ein bisschen zu lang. Man sollte ihn vielleicht auch voll mal schlagen oder so. Bevor man mit dem hier durch die Halle spazieren gehen will. Oh, jetzt geht's gegen die Ringtreppe. Raymond aber mit einer starken Performance bis jetzt. Ja, und da gibt's die Powerbomb auf den Ringboden und jetzt ist er wieder am Wühlen. Jetzt sucht er wieder was. Er holt einen Tisch, ernsthaft. Man soll ihn noch bitte aufbauen und was damit machen. Aber er schmeißt ihn weg. Ja gut, vielleicht aus nach dem Motto, vielleicht ist nichts anderes da. Lieber das statt gar nichts. Und er in Omega zeigt hier Kopf ab. Geht's jetzt in den Ring zurück? Hä? Reversal wieder. Ich wollte gerade sagen, der Run gegen die Ringtreppe hat ihm gut getan. Aber jetzt sind wir wieder genau da, wo wir schon mal vor 2 Minuten gewesen sind. Pinfall gegen Omega. Und der Kickout. Reversal. So, war's das für Raymond? Oder kann er nochmal auskicken? Eins, zwei, er kickt nochmal aus. Das war garantiert der Widerstand. Reversal wieder. Oh, Omega bricht zusammen. Und Pele Kick. Er will ihn zur Aufgabe bringen, so wie es aussieht. So, der Yes-Lock. Aber da gibt Kenny Omega nicht auf. Neckbreaker. Muss man tatsächlich sagen, von den World Championship-Matches, die wir jetzt heute gesehen haben, gefällt mir das bis jetzt am besten. Ich glaube nicht, dass der Move jetzt gut geht.
If he sticks this, he is done. Look at this. Okay, der Dropkick sitzt. This could be big. Und Kenny Omega mit dem Comeback. Der ist jetzt dann doch im Match angekommen. Und Raymond, ist das der Reversal? Nein! Ich habe den Move jetzt komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, da passiert was ganz anderes. Und jetzt, oh mein Gott, jetzt zerstört er ihn gerade komplett. Wenn der jetzt noch durchgeht, dann ist das Chapeau, Kenny Omega. Ja. Pinfall. Eins, zwei. Und das war's. Und was waren das bitte jetzt für starke letzte Moves von Kenny Omega? Da hat der Raymond überhaupt keine Chance mehr gelassen. Das sah richtig gut aus, das Finish. Und er bekommt den Gürtel. And still. Und wieder gibt's kein Cash-In. Vielleicht gibt's auch keine Cash-Ins nach so Stipulation-Matches. Ich weiß es nicht. Bei meinem Glück passiert das vielleicht gleich, weil ich habe ja logischerweise jetzt noch das Match gegen Roman Reigns. Aber das wird wahrscheinlich jeder schon geahnt haben, beziehungsweise wer ja die Folge gesehen hat mit der Promo, der weiß es ja schon. Und da sehen wir auch die Vorschau. Evo 2K trifft auf Roman Reigns und dann schauen wir natürlich mal, wer sich hier durchsetzen kann. Ich freue mich auf Extreme Rules. Im Gegensatz zu Roman Reigns habe ich natürlich Extreme Rules Erfahrung. Ich war ja schließlich in WWE 2K18 ein Teil von ECW. Ich weiß also, wo die Stühle liegen, wo die Tische versteckt sind. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, der Main Event. The following contest is an Extreme Rules match and is for the WWE Universal Championship. Der hässlichste Gürtel der WWE-Geschichte. Und Wolfpack in the house. Evo 2K auf dem Weg zum Ring. What's going on here? Was ist mit Roman los? Oh mein Gott, Roman hat jetzt schon Bock. Roman attackiert mich. Der will nicht warten. Roman Reigns attackiert mich vor dem Match. Was ist mit ihm denn los? So, ich hab's auf jeden Fall gekontert. Ich gehe jetzt mal in den Ring, weil ich will nicht, dass das Match abgebrochen wird. Na komm her, Junge. Da ist er. Da kommt der Roman. So, und Roman kann gerade nicht kontern. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen ausnutzen. Da hast du dir aber den Falschen ausgesucht, um mich zu attackieren. Bei allem Respekt vor seiner Krankheit. Aber so geht's ja hier nicht. Ah, verdammt, ich kann gerade wieder nicht kontern. Fange ich mir so eine Powerbomb ein. Geh weg. Ja, gekontert, sehr schön. Verdammt. Oh, jetzt gibt's wohl die Animation. Ja. So, können wir dann jetzt anfangen hier? Ah, meine Jacke ist jetzt auch weg. Ich krieg keinen Konter. Ah, doch. Hä? Nein! Oh nein, Reversal Roman Reigns. Oh, der war wichtig. Der war richtig wichtig. Habe ich tatsächlich mal ein Payback benutzt. Oh yeah. Neckbreaker. So, heute ist es nicht so wie bei unserem letzten Aufeinandertreffen. Da gehe ich hier Brief und Siegel drauf. You're absolutely right, Michael. This arena is electric right now. And I think part of it is their desire to be part of history. I think they're all anticipating a title change here tonight. So, gewaltige Aktion. Let's not go crowning a new champion just yet. There's still plenty of match to go here. So, einmal nach draußen mit dir. Dann steigen wir hier hoch. Alles klar, ich spring vorbei.
Oder? Bin ich jetzt, hat der das jetzt als Vorbeispringer gewertet? Ich weiß es gar nicht. Nein, Reversal. War ich ja auch gleich schon wieder drei. Oh, ich habe nicht mal gebraucht. Sehr gut. Jetzt gibt Shit Black City draußen. We'll see. I don't know who your sources are, Corey, but it wouldn't surprise me at all to learn that the champion has been a little cocky heading into this one. Was haben wir denn hier so? Ich will den Kendo-Stick. Kendo-Stick ist einfach meiner. The champ has been of late. When you're that good, you have every right to bow your chest out a little bit. Nein! There it is. Did you hear that crack? Da habe ich Glück gehabt. Incredible. There was a lot of force behind that one. So weit kommt sie hier noch. Weißt du, noch nicht weg, Mann. Den brauchen wir noch. Muss ich mal ein bisschen ernst hier machen, oder? Komm. Wenn wir hier schon Extreme Rules haben, dann reißen wir zumindest die Hütte ab, wenn die anderen so langweilig sind. Ja, come on, Roman. Ah, verdammt, ich hab grad keine Ausdauer. Es lädt. So, jetzt geht doch. Ich bin auch so gemein. Direkt auf deren Tisch, obwohl der andere frei ist. So, buongiorno. DDT gegen Roman Reigns und der Tisch ist kaputt. Haben wir noch so ein Petto? Da schon einer, guck. Guck euch das mal an hier. Machen wir mal das nächste Tischchen auf. Nein, Reversal, verdammt. Geh weg, lass mich in Ruhe. Hör auf damit. Nein! Ich lass nicht mal hin. Habe ich eine Platzwunde? Nee. Oh nein, Roman hat ein Comeback. Nein. Nein. Ach shit, ey. Kriegt er das ernsthaft durch? Geh weg. Jawohl, Superman Punch gekontert. Oh, das sieht nicht gut aus für Roman Reigns. Das sieht nicht gut aus. Endlich meine Aggression. Hier bin ich zu Hause. Das ist ECW. Da kannst du einmal direkt wieder nach draußen gehen. Nein! Oh, jetzt aber, komm. So, Roman, ich komme. Jawohl, oh toll. Der Tisch ist ja überhaupt nicht kaputt gegangen. Dieses Spiel macht mich echt fertig, obwohl ich den getroffen habe. Absolut lächerlich. Dropkick und der hatte Platz, und alles klar. Ja, wieder der Reversal. Verdammt. Jetzt, wo ich gerade oben auf war. Jetzt kommt Roman zurück. Oh nein, der hat schon ein Signature. Geh weg. Nein, jetzt sitzt er. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Nein. Gott sei Dank haut er noch nicht den Spear hinterher. Oh je. Mann! Ich komme gerade hier nicht klar, ey. Nochmal so eine Powerbomb. Nein! Oh, scheiße. Ja!
Oh Gott, war das wichtig. Oh mein Gott, war das wichtig. Spinebuster. Komm, wir probieren mal einen Pinfall. Vielleicht können wir ihm schon seinen Widerstand wegnehmen. Wir brauchen ihn nicht. Der Spinebuster reicht out of nowhere, um Roman Reigns zu besiegen. Ich bin also wieder der Universal Champion. War jetzt aber so ein Matchende, was ich mir jetzt nicht so erhofft habe. Und es gibt tatsächlich wohl bei diesen Stipulation Matches keine Cash-Ins. Ja, da habe ich versucht, ein bisschen was zu zeigen. Eigentlich dieser Tischspot war jetzt nicht so kacke. Allerdings, das Spiel wollte es halt nicht so. Aber was willst du machen? Der Titel ist wieder da, wo er hingehört, in der EWO. Und die Fehde mit Roman Reigns geht also weiter, meine Freunde. Tja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge wieder angekommen. Wir gucken mal in die News rein. Da steht nur, dass Easy 3 der neue World Heavyweight Champion ist. Dann können wir in die nächste Woche reingehen. Und ja, ich kann mir nur sagen, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server. Das habe ich am Anfang vom Video schon gesagt, wenn ihr natürlich auch ein Wrestler fürs Community Universe hochgeladen habt, aber natürlich auch so, wenn ihr ein bisschen quatschen wollt, wenn ihr mal im Voice Channel vorbeischauen möchtet, dann bietet es sich auf jeden Fall an. Ja, Discord, dann noch meine ganzen Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal sind auch unten zu finden. Ansonsten, wie auch schon gesagt, jeden Tag 15 eine neue Folge vom Community Universe, dem Eververse. Ich würde mich also freuen, wenn ihr meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen würdet. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt noch diverse andere Projekte auf meinem Kanal von früher, also wenn ihr mich supporten würdet, wäre das auf jeden Fall eine richtig coole Aktion, wenn ihr es auf diese Weise machen würdet. Ansonsten schaut auch natürlich gerne bei Twitch vorbei, das habe ich auch schon gesagt. Über ein Follow würde ich mich sehr freuen, denn in nächster Zeit wieder deutlich mehr gestreamt als vorher. Ich bin auf jeden Fall dann jetzt raus, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch auch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.